So, Checker-Freunde, jetzt machen wir mal Assistenzsystem Rückfahrassistent. Der merkt sich immer die letzten 50 Meter, was man mit dem Auto fährt. Das machen wir jetzt mal. Wir fahren jetzt mal aus der Lücke hier raus und fahren mal vor. Und dann zeige ich euch mal, wie präzise er da rumlenkt. Wie er das macht, da fahren wir so hier rechts. Und dann fahren wir einfach mal nochmal hier so links ein bisschen. So, und jetzt Achtung, jetzt mache ich Rückwärtsgang rein, tippe auf Assistent, ah, wir haben sogar nur 34 Meter, wir könnten noch mehr, jetzt tippe ich bloß an, so, und jetzt fährt er von alleine die Strecke, nur ein bisschen langsam tun, weil da Leute laufen, wie ich sie vorher gefahren bin, so. Und sage ich, hey, fahr mir bitte wieder in diese Lücke rein. Jetzt kommt hier der Polo und der Fiesta und der packt da wieder genau rückwärts rein, so wie das soll. Ja. So. Und er nimmt genau die Position, wie wir vorher wieder waren. Das heißt, es ist schon sensationell. Also, wir können es jetzt noch ausmalen in alle möglichen Richtungen, aber präzise so, wie ich raus bin, so ist er wieder reingefahren. Das ist schon cool, ja. Also, Rückfahrassistent gecheckt und passt. So, Parkassistent X7 M50D. Nur hier den Knopf drücken, parken und dann sucht er schon. So, und dann sagt er Stopp, dann drücken wir hier P und dann einfach machen lassen. Er bremst auch alleine. Zack, jetzt fährt er vor. Also ich mache nichts, auch keine Bremse und kein Gas, gar nichts. Das Auto macht alles ganz alleine. Macht er Rückwärtsgang rein. Er korrigiert nochmal, damit er schön im Video steht, mal ein bisschen breitere Lücke. Ha! Sehr geil. Cool. Das hat was, ne? Ein Parkassistent. Ja, dann blinken wir mal. Lücke sollte groß genug sein, dass er die nimmt. Ja, so, jetzt sagt er uns rückwärts rechts und loslassen. Oh, da bremst er aber sauber ab. Oh, mit der Felge. Sauber. Respekt. Wow. Das hat er mal geil gemacht, oder? Fährt er noch bis zum Vordermann auf und ist jetzt ungefähr 10 cm weg. Hat er auch gut gemacht. Und das ganz alleine, ich habe nichts gemacht, keinen Rückwärtsgang, keinen Vorwärtsgang, kein Gas und keine Bremse. Ich war nur bremsbereit wegen der Felge hier. Nicht, dass wir die schönen 22 Zoll kaputt machen, der Besitzer, der würde mich einen Kopf größer machen. Ja, hat funktioniert. Rückwärts, rechts, Einparkassistent. Gecheckt. Weiter geht's. Ausparkassistent. Mal gucken, ob er was erkennt. Ja, habt ihr gesehen hier? Das hat er mir gesagt, hier kommen Fahrzeuge. Das signalisiert uns, pass auf, hier ist Verkehr. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Der lässt mich raus. Ja, also das funktioniert.
Wunderbar, gecheckt. Also 360 Grad View, Kamerasystem noch zum Thema Ausparken, Einparken. Mache ich einen Rückwärtsgang rein, kann ich zum Beispiel gucken rechts, wo befindet sich hier was, kann links gucken. Dann geht er rüber, kann nochmal rechts gucken. Ja, oder in etwa hinten rechts, ja. So, zack. Und dann weiß ich immer genau, bin ich am Randstein oder nicht am Randstein. Ich kann dann natürlich auch noch hier drauf gehen. Gehe auf 3D-Ansicht. Jo, dann zeigt dir mir das Fahrzeug aus allen Richtungen. Das ist cool, weil dann kann ich jetzt mit der Drehbewegung, oder hier, also nicht der Drehbewegung, sondern der Tippposition, mein Fahrzeug von der Seite sehen. Schräg von hinten. Ganz von hinten. genau, und dann andere Seite. Leicht vorne rechts und von vorne rechts. Das ist schon cool, ja. Also da kann ich das richtig schön auswählen. Gehe ich wieder hier drauf. Anhängerkupplungsmodus, ja, das sehe ich direkt runter zu, wenn ich ankupple. Wo stehe ich, ja? Oder wie weit muss ich noch zurück? Geile Geschichte. So, Waschanlage. Dann weiß ich, wie weit ich noch vor muss, damit ich auf diesen Rillen, auf diesen Spurrillen bin. Auch eine coole Geschichte, so eine Draufsicht. Hatte ich bisher jetzt noch nicht gesehen, ja. Dann wie gesagt wieder das Parken, mache es automatisch, gehe ich nach vorne, mache ich Rückwärtsgang rein, geht es nach, also in dem Fall fahre ich jetzt nach vorne, dann geht die Kamera nach vorne, mache ich Rückwärtsgang rein, geht es nach Rückwärtsgang, dann kann ich noch, ne, die Winkel gehen dann mit, ne, die Spuren nach hinten und wenn ich nach vorne möchte, gehen die auch mit, ja, also dann sieht man genau, wo es hingeht. Ja, und dann wie gesagt, wenn ich nach rechts gehe, habe ich den Einparkassistent. Und wenn ich eins runtergehe, habe ich den Rückfahrassistent. Das heißt, der fährt mich die letzten 50 Meter rückwärts. Da haben wir jetzt auch noch ein extra Video. Dann Einstellung und Kamera, Kontrast, ne? Linien mit dazu, Hindernismarkierungen mit dazu. Gehe ich wieder eins nach rechts, nach unten, nach Einstellungen. Automatisches PDC-Aktivierung, das heißt, automatisch beim Rückwärtsgang geht es an. Notbremsfunktion aktiv, PDC, das heißt Notbremseingriff in bestimmten Parksituationen beim Rückwärtsfahren nicht allein auf das System verlassen, auf Umgebung achten. Das heißt, wenn ich nicht beim Rückwärtsfahren darauf achte, dass ein Auto kommt, dann bremst der mich automatisch aus, dass ich nicht drauf buckel, ja. Und dann haben wir, wie gesagt, den Parkassistent, Töne bei Parklücken, Querverkehr, das heißt, das haben wir gerade schon beim Ausparken gemacht, dass er mir anzeigt, oder gibt es auch noch ein Video dazu, wo er mir anzeigt, wenn ein Fahrzeug oder eine Person kommt von hinten. Panorama View, GPS basiert, haben wir gerade gesehen. Und dann noch Lautstärke, ja. Das ist hier auf der linken Seite. So, und dann können wir das wieder aufziehen. Ja, dann haben wir da hier unsere Position. Das finde ich schon cool. So, zack, zack. Ja, also mega. Das zum Thema nochmal kurz. Automatisch. Bam. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao.